Und damit sind wir wieder bei Let's Play Together Elite Dangerous. Ja, wir fliegen nach Piel. Wie war das? Nach Nach Pide? Pide. Nein, nicht ganz. Wir haben in der Zwischenzeit gegoogelt. Pide ist von dem griechischen Pita abgeleitet, was irgendwie im gesamten Nahen Osten verbreitet ist. Ja. Genau. Also war Pide tatsächlich türkisch, auch wenn das eigentlich aus Griechenland so halbwegs kommt irgendwie. Ja. Kann Das man mal wollten die machen. Menschen wissen. Das wollten die Menschen definitiv wissen, ja. Das hat unsere komplette Zuschauerschaft, also alle beide, überzeugt. Ach ja. Das sagt ja lieber nichts mehr. Nein. Alle beide, ja. Und da kommen dann noch die zwei verbliebenen Wii-Benutzer dazu und dann... Zwei verbliebenen was? Jetzt nicht verstanden. Wii-Besitzer. Ach, wie besser ich besitze? Wii-Besitzer. Ja, aber was? Muss ich das verstehen? Ja. Okay, dann erklär's mir. Es war einfach eine Anspielung auf die Verkaufszahlen von... Also es war, habe ich mal als Anspielung auf die Verkaufszahlen von Nintendo für irgendeine derer Konsolen gehört. Beziehungsweise Okay. für die Menge an Leuten, die das noch aktiv nutzen. Okay. Okay. Ja, guten Tag. Okay. Okay. So, ich fliege jetzt nach Pide. Dann lass dich nicht vom Salat überraschen. Okay. Kannst du auch noch was anderes sagen als okay? Nein. Das war jetzt ein Widerspruch in sich, falls es dir aufgefallen ist. Ja, ich hatte eigentlich auch drauf getippt, dass du okay sagst. Nein, das passt ja nicht wirklich rein. Ja, aber es wäre wenigstens konsequent gewesen. Nein. Ich habe noch zwei Sprünge bis nach Pide. Pide, wie auch immer. Gesundheit. Das Kontrollpunkt? Nee, da will ich nicht hin. Kampfbereich. Die gibt es ja auch. Ja gut, das sind im Anarchiesystem, ist irgendwie naheliegend. Ja, das ist jetzt nicht so abwegig. Ich peile jetzt erstmal die Station an, dass ich, falls irgendwas schief geht, wieder da spawnen kann. Und nicht in den BD 38 237, ja. am Arsch der Welt. Genau. Und auf dem Weg dahin kann ich ja schon ein paar unidentifizierte Signalquellen mitnehmen. Sollte ich welche finden. Du wirst welche finden, wenn du zur Station willst. Heilige Scheiße. Die Station ist 136.000 Lichtsekunden vom Einsprungpunkt entfernt. Ach Mano. Ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, wenn man Naja, dahin geht. ich fliege jetzt einfach dahin. Ich meine, das ist quasi die perfekte Strecke, um Signalquellen zu finden. Einfach nur ewig geradeaus. Und falls wir irgendwann da ankommen, ist gut, dann können wir da kurz Pause machen. Und falls nicht, ist auch okay, dann springen wir halt irgendwann wieder raus, nachdem wir das Zeug zusammen haben. Ist jetzt nicht so, als hätten wir Treibstoffknappheit. Mein Tank ist quasi fast voll. Und die Hülle und die Schilde sind auch voll aufgeladen. Ich sehe keinen Grund, wieso ich raus dringend irgendwo in der Station müsste. Na gut. Ach komm, wie viel Kampfbereich gibt es denn hier? Ja, Wie noch. wenig Signalquellen gibt es denn hier? Bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Bin übrigens mit 62-facher Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Ah, neue Signalquelle. Wo bist du? Echt? Ja. Ich hab keine. Also da war irgendwo eine, aber ich hab sie nicht. Ah, schon wieder? Fragezeichen. Ist das nicht unter Kontakte dann? Ach, na, die war wahrscheinlich hier gewesen. Ah, da, unidentifizierte Signalquelle. Tatsächlich. Ich bin etwas enttäuscht von der Ausbeute bisher. Null.
Also ich habe direkt eine oder zwei sogar gefunden. Ich habe jetzt übrigens 160-fache Lichtgeschwindigkeit. Wo war nochmal das Maximum? Ja, gute Frage. Irgendwo bei 2000? Ich glaube, ich meine auch irgendwo bei 2000. Also naja, knapp bei 2000 jetzt bin ich so. Immerhin bei 200. Und dort immer noch keine Signalquelle. Dauert wahrscheinlich auch 2 Tage, bis du auf diese Geschwindigkeit beschleunigt hast. Naja, jetzt brauche ich noch 9 Minuten laut Anzeige bis zu Jano Dock. Aber es nimmt immer noch relativ schnell ab. Sind es noch 8 Minuten. Ich sehe schon, du wirst viel früher da sein als ich. Dafür werde ich dann die Signalquellen haben. Ich kann auch nichts dafür, dass ich keinen finde. Doch, du machst das absichtlich. Fliegst du aktiv dran vorbei. Okay. Ertappt. Um die Reihe der Anschuldigungen von der letzten Folge fortzusetzen. Hey, 300-fache Lichtgeschwindigkeit. Kampffolgen entdeckt. Was haben wir denn hier so? Wärmetauscher. Wärmeleitungsdraht. Sag mal, die Dingens werden doch auch unter Navigation angezeigt, oder? Die ist unidentifizierten Signalquellen. Jo. Ja, gut. Ich gucke da eigentlich zwischendurch immer mal wieder drauf und gucke mich auch so um. Aber ich finde einfach keine. Vielleicht bin ich mit gleich 400-facher Lichtgeschwindigkeit auch einfach zu schnell. Naja, normalerweise kommen ja auch bei höheren Geschwindigkeiten noch welche. Also so ist ja nicht. Ja, aber 400-fache Lichtgeschwindigkeit? Naja, die Reaktionszeit wird dann halt relativ kurz, ne? Das könnte eher das Problem sein. Fängt das jetzt mit der Fracht schon wieder an? Also jetzt sind es noch 3 Minuten bis Jano Dock. Und ich habe gleich 500-fache Lichtgeschwindigkeit. Ich habe leitfähige Polymere gefunden. Oh, die brauchen wir glaube ich nicht. Doch, ich meine schon. Ja? Ich meine schon. War es nicht irgendwas mit Keramik? Und hast noch was anderes? Du hast es auch irgendwas mit Polymeren gesagt. Ich kann gleich nochmal nachgucken, aber ich will es gerade nicht riskieren, weil ich nichts verpassen will. Wahrscheinlich bin ich jetzt, sobald ich nachgucke, fliege ich an der einzigen Signalquelle auf dem kompletten Weg vorbei. Ja, wahrscheinlich. Oh, neues Material. Oh ja, neues Material. Leitfähige Polymere. Huch, was haben wir da? Ah, noch mehr Polymere. Oh, jetzt geht die Geschwindigkeit wieder runter. Ich war bei fast bei 600-facher Lichtgeschwindigkeit. Na gut, ich gucke jetzt auch doch mal nach. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. An irgendeinem Wrack hier hängen geblieben. Oh, so. Du hast den anderen Bauplan gepinnt, oder? Elektrokeramiken und Polymerkondensatoren. Ah, okay, dann war's das. Na gut. Für Überladungswaffe Qualität 4. 5 hattest du gepinnt, oder? Warte. Ach, nicht Holomi. Ach, verdammt. Das war der Punkt da drüber. So, nochmal. Ingenieure anzeigen. Totze Blaster. So, gepinnter Bauplan. Überladungswaffe Qualität 3 habe ich gepinnt. 3, okay. Ja, Überladungswaffe, ne? Das heißt, sie haben keine Ahnung, was bei... Ja, das heißt, sie haben keine Ahnung, was 5 war. Das gab's ist 5 korrekt. Überhaupt oder gibt es nur 4? Ich glaube, da gab es auch 5. Elektrochemische Detektoren und leitfähige Komponenten braucht man dafür. Warte mal, welche Stufe habe ich denn gerade? Kann man das hier irgendwo anzeigen? Keine Ahnung. Nee, sieht schlecht aus. Oh. Oh, ups, das war etwas dichter als ich dachte. Nö, keine Ahnung. Dann weiß ich auch nicht. Ja gut, jetzt sind es noch 20.000 Lichtsekunden, bis ich da bin. 1:09. Noch neues Material, mechanisches Equipment. Das brauchen wir auch nicht. Soweit ich weiß. Ja, jetzt nicht, aber
Allein nein, das werden wir niemals brauchen. Komm. Allein die Olle mit dem mit den 500 Tonnen Erz wird uns bestimmt ganz viel Spaß bereiten, was sowas angeht. Ja, ganz bestimmt. Die wird wahrscheinlich dann einfach nur Erz haben wollen. Für alles. Hatten wir nicht noch irgendwo ein Schiff, um Erze abzubauen? Ja, in DZ, glaube ich. Das war eine Cobra mit Dings. Mit viel Ladevolumen. Oh, ist hier was? Nein. Oh. Ach, ich glaube, ich fliege mal weiter. So, was heißt weiter? Das heißt, ich fliege aus den Kampffolgen raus. Ach so. Wieder ja, ich müsste erstmal welche finden, um rauszufliegen. Ja, das ist richtig. Das ist übrigens ein Doppelstandsystem, deswegen ist die andere Station so weit weg. Die kreist einfach um den anderen Stern. Toll. Oh, unidentifizierte Signalquelle. Ziel auswählen. Wo? Ich bin schon dran vorbei. Ist mir egal, ich drehe um. Ich bin schon über 1000 Lichtsekunden vorbei. Oh, ich habe schon wieder einen gefunden. Lul. Abgebaute Emissionen entdeckt. Ist okay, damit kann ich leben. Bedrohung 0. Ich hoffe einfach, dass da was rumliegt. Ich habe auch abgebaute Emissionen. Traumhaft. Bedrohung 3. Bedrohung 0. Ich habe immer noch 1,5-fache Lichtgeschwindigkeit. Auch muss ich jetzt echt bis auf 0 abbremsen, damit ich da reinfliegen kann. Was? Warum? Ach, doch nicht. Okay. Chemiefasern, Leder, Naturfasern, aber es sind alles Container. Oh, aber richtig viele Container. Eieieiei, was ist denn hier geplatzt? Ach komm, jetzt mal ganz ehrlich. Das sind... Lol, eine unidentifizierte Signalquelle. Das sind halt bestimmt mindestens 4 Listen voll mit Containern. Was? Also, da ist ein riesiger Schwarm Container vor mir. Nice, Dropout. So, was haben wir hier? Da fliegt was rum. So, sag mir, was da rumfliegt. Kontakte. Container. Alles besetzte Rettungskapseln. Kannst ein paar Leute mitnehmen. Mit Fahrgelegenheit. Moment, besetzt heißt, da sind wirklich welche drin, oder was? Ja, was soll besetzt sonst heißen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht vom Gegner besetzt. Die haben da irgendeinen Virus drauf installiert, da kann niemand mehr rein. Die haben ihre Hausschweine da reingepackt, oder was? Oder das. Ja, das wird sicher sein. Also. Das war ja mal ein Reinfall. Nee, ich habe halt hier auch so eine riesige Containerwolke. Da würdest du halt irgendwie mit so einem T9 wahrscheinlich herkommen und alles einsammeln. Aber es sind halt... Holy shit, die Beschleunigung. Ich bin jetzt schon auf 100-facher Lichtgeschwindigkeit. Ja, mit dem Nirgendwo beschleunigt sich halt gut, ne? Es ging bis 126 hoch, danach geht's wieder langsam runter. Zack. Bei der Quelle, also bei der Menge an... Signalquellen werde ich wahrscheinlich nie bei der Station ankommen. Schön wäre es bei mir auch so gewesen. Ah, da ist wieder eine. So, gucken wir doch mal, dass wir wieder ein bisschen in Richtung Station fliegen. Also immer noch 126.000. Abgebaute Emissionen entdeckt, Bedrohung 0. Da fliegen gerade tatsächlich Schiffe runter, wie es aussieht. Da sind gerade 3 Schiffe weggeflogen. Wenn ich Glück habe, haben die was übrig gelassen. Oh, und daneben direkt wieder eine. Mal kurz scannen, was das ist. Waffenfeuer festgestellt. Oh, nee, ich nehme lieber die andere jetzt. Wo ist die denn? Scheiße, ich bin schon vorbei. Läuft. Ich glaube, Waffenfeuer ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche, oder? Naja, wenn du die Sachen in unidentifizierten Signalquellen findest, kann es auch sein, dass das irgendwelche Sachen sind, die halt Handelsschiffe droppen, die abgeschossen werden. Hm. Also, das ist dann nicht so schlecht. Hm. Okay, vielleicht nehme ich doch das Waffenfeuer.
Könnte ich mir zumindest vorstellen. Oh, da sind gerade Schiffe rausgeflogen. Jetzt sind noch zwei drin. Gerade eben waren es noch drei. Oder du kannst es Sogwolken scannen. Ach was, wer braucht schon Sogwolken? Ja, die ollen Ingenieure zum Beispiel. Warum auch immer, das ist völlig bescheuert. Ja, die haben keine Lust, ihren Planeten zu verlassen, wollen aber trotzdem interessante Forschungsdaten haben. Oder so. Oder so wahrscheinlich eher. Ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Dafür habe ich jetzt keine Signalquellen mehr. Ich fliege jetzt einfach straight Richtung Station. Was haben wir hier? Schiffe. Viele Schiffe. Holy shit, was geht denn hier ab? Bedrohung 3 ist jetzt aber irgendwie untertrieben. Wir sind irgendwie... irgendwas Richtung 10 Schiffe oder sowas? Ja, wie viele davon sind gesucht und wie viele davon sind im Wing? Der gesetzlose Sidewinder gesucht, nicht im Wing. Oh. Willst du dem Baby wirklich den Lolli wegnehmen? Das ja. Geht ja nicht. Mensch. Treffe ich nicht oder hält die tatsächlich ein bisschen was aus? Elite Sidewinder. Sie ist rausgesprungen. Ja, schade. Hat dann wohl rumgebackt. Naja, dann scanne ich halt mal die Sogwolke. Ja, aber es kann gut sein, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit keine Signalquellen mehr aufploppen. Exzentrische Hyperraumrouten. Vielleicht ist hier aber auch einfach nichts im Zwischenraum. Hm? Oh, warte mal. Ein T7? Kein gesetzloser T7 im Dreiergeschwing. Geschwind im Geschwader, ja. Ein Geschwingen. Ich glaube nicht, dass ich mich mit dem anlegen will. Im Dreiergeschwader. Was ist denn im Geschwader? Habe ich nicht nachgeguckt, vielleicht hätte ich jetzt nachgucken sollen. Wahrscheinlich sind es nur Sidewinders. Ja, dann schon, ne? Ah, da war eine Signalquelle, die war so schnell weg, dass ich da gar nichts machen konnte. Oder? Ah, nee, doch nicht. Ah, 1000 Lichtsekunden. Jo. Exzentrische Hyperraumrouten. Okay, ich flieg mal Richtung T7. Was ist ein anderer T7 hier noch? Gehst du zum Dreiergeschwader? Warte mal. Ein Federal Dropship? Gesetzlos? Allein. Warte mal, das ist ein T7. Ah, noch ein Federal Dropship. Das ist im... Im Geschwader. Ja, im Dreierwing. Okay. Das heißt, es ist ein Dreierwing aus Federal Dropship und zwei T7. Ja gut, die T7 haben, glaube ich, zwei kleine Aufhängungen, ne? Ja, aber das Federal Dropship ist, glaube ich, relativ heftig. Hier ist noch ein drittes Federal Dropship, ein viertes. Also ein zweites Federal Dropship, ein viertes Schiff. Das ist gesetzlos und allein. Soll ich drauf schießen? Dropship? Ja, mach doch. Ja, mach doch, sagt er. Dropship? Ja klar. Die können doch nichts. Nur zu. Na gut. Ah, die nächste Signalquelle direkt, also ich im der Drop-Out gleich weiter zu der ersten Mal. Oh, ja, alles klar. Wieso habe ich keine Düppel mehr? jetzt, weil die nicht geladen waren, warum auch immer. Seltsam. Warum kann ich das Schiff da jetzt nicht? An Anaconda. Experte. Oh, gesetzlos. Im Zweierwing mit. Alter. Alles klar. Da waren halt einfach mal zwei Experten-Anacondas. Heilige Scheiße. Ja, im Wing vor allem. Ja, einmal Meister und einmal Experte. Ja, das, ja, störende Masse. Ja, warum bloß? Die Anacondas? Ja. Holy shit, das hat eine ganz schön heftige Hülle hier. Oh, was ist denn da noch? Was ist die Sogwolke? Ach ja, Sogwolke. Na gut.
Was ist da bei dir los? Ach, nichts Besonderes. Gerade einfach mal so deine Schilder auseinandergenommen, kann das sein? Ja, ich glaube, ich flieg mal weg. Ich habe gerade mal ein paar Doppel rausgehauen und Boost raus. Okay, gut, ich bin raus. Hat fast funktioniert. Ich habe doch gesagt, das Federal Dropship ist heftig. Aber du so, ach nö, ein Federal Dropship, das ist doch egal. Eigentlich wundert's mich, dass du nicht bei deiner Meinung geblieben bist. Weil die Dropships waren ja irgendwie die, die uns am meisten zerlegt haben in den ganzen Kampfgebieten, glaube ich. Ja, die halten einfach zu viel aus, glaube ich. Ja, die halten absurd viel aus. Und machen halt auch nicht wenig Schaden. Ja, das ist irgendwie... Das ist nicht zu unterschätzen, so ein Teil. Weil wenn man bedenkt, dass die uns teilweise zu zweit weggehauen haben. Oder ziemlich in Schach gehalten haben. Ja. Okay, meine Schilder sind wieder da. Aber zwei Anacondas, also zwei gesuchte Anacondas im Zweierwing in so einer Signalquelle ist natürlich auch richtig gut. Das kann man mal machen. Ja. Okay, jetzt bin ich gleich da. Ich glaube, ich sollte dann auch mal da raus. Wir könnten dann auch die Folge beenden, sobald wir da sind. Also ich habe noch ungefähr 62.000 Lichtsekunden, also 2 Minuten. Abfangmanöver, echt jetzt? Jawoll. Ah. Beef. Das ist nicht gerade schwer hier rauszukommen. Ich weiß nicht, der ist nicht so gut im Abfangen, das muss ein Sidewinder sein. Und raus. Oh. Ich habe mich gerade gewundert, wieso ich nicht richtig die Station anvisieren kann. Ich bin etwas zu schnell. Etwas? Ein bisschen. Es ging. So 100 Lichtsekunden zu schnell? Ah, nee. Nee, mehr so, mehrfache Lichtgeschwindigkeit zu schnell. Ja. So. Ich bin auf Zielkurs. Ich bin auf Kollisionskurs. Mal gucken, wer zuerst nachgibt, ne? Die Station oder ich? Wo bist du eigentlich gerade? Bist du jetzt in der Station? Ich habe noch 29.000 Lichtsekunden. Oh. Hab ich gerade auch gesagt. Puh, als ob ich jetzt hören würde. Ja, dann hast du Pech gehabt. Ah, jetzt sehe ich dich. Oh ja, ich sehe es gerade. Ich sehe dich gerade. Ja, Dito. Ich bin quasi direkt daneben. 0,13 Lichtsekunden. Er sagt jetzt 1:13. Bei mir sagt er noch 7 Sekunden. Ich kann das aber jederzeit senken, wenn du willst. Auf bis zu 0. Auf bis zu 0. Und dann bin ich vorbei. So. Und... Na komm schon. Und Peng. Raus. Falscher Knopf. Und raus. Ach, warte mal, du kannst ja dein Geschwadersignal anmachen. Stimmt. Das wär's. Das war der falsche Knopf. Das war auch der falsche Knopf. Was machst du da? Selbstzerstörung eingeleitet. Peng! Das war der... Was? Sprachstätte deaktivieren? Ja, bitte. Geschwadersignal aktivieren. Was machst du da? Warum auch immer der Sprachstätte aktiviert war. Gut. Kontakte, Landeerlaubnis. So. Landeplatz 35. Oh, nur noch knapp 7000 Lichtsekunden. Ah, neue Signalquelle, verdammt. Ich habe auf dem ganzen Weg nur zwei, also ich war auf dem ganzen Weg nur in zwei verschiedenen Signalquellen. Und in beiden war quasi nichts für mich. Auch bei mir war das etwas erfolgreicher. Ich hätte jetzt auch noch mal in eine reinspringen können, aber das dauert jetzt ein bisschen zu lang. Naja, dafür war ich auf dem Planeten erfolgreicher. Tja.
müssen wir mal schauen, was wir jetzt ressourcenmäßig alles noch brauchen. Oder da, mal schauen, was wir jetzt finden. Ah, jetzt sehe ich endlich einen Unterschied bei Licht an und aus. Ja. So, 35. Da und... Oh, noch 40 Sekunden. So langsam könnte man dann auch mal reinspringen. Und Touchdown. Gut. Dann auftanken, reparieren und auffüllen. Dann gucke ich mal eben kurz, was die hier für Ausrüstung haben. Solange du noch unterwegs bist. Oder was warte mal, was für eine Graphics, kann ich da irgendwas? Nein. Was für eine Art von System ist das denn? Ein Anarchiesystem? Ja, ich meinte wirtschaftlich. Industrie, glaube ich. Ja, okay. Holy shit, was ist das denn? Alte Strafen? Oh, Kopfgeldbescheinigung kann ich einlösen. Warte mal, will ich Kopfgeldbescheinigung einlösen oder müssen wir die erst noch spenden? Die haben wir schon gespendet. Ja, die haben wir schon gespendet. Okay. Ich krieg gerade 126.000 Credits Kopfgeld. Nice. Und ich habe hier noch Strafen bezahlt. Warum auch immer. Alte Strafen. Wieso waren die noch zu bezahlen? So, will komisch. Mich das jetzt vielleicht mal reinziehen so langsam? Oh, da krieg ich auch noch mal ein bisschen Belohnung. Ja, bei 77 Lichtsekunden. Ach nee, doch nicht. Lol. Incoming Message. Okay, das war jetzt etwas kurios. Was habe ich jetzt schon wieder für eine Incoming Message? Ich hatte halt auf Wolf 397 Rufveränderung. Guten Tag, Kommandant Uwe. Wir freuen uns, Sie darüber zu informieren, dass sich Ihr Ruf bei der Cartel of Wolf 397 Fraktion auf akzeptiert verbessert hat. Okay, ich lösche das mal. In dem Moment, wo ich gerade durch den Navlink reingezogen wurde, wollte mich jemand abfangen. Das heißt, ich habe erst gesehen, wie ich reingezogen werde und dann habe ich gesehen, wie das Abfangmanöver startet und dann bin ich aber bei der Station gewesen. Sehr gut. Na, wenn das nicht den Bug auslösen wird. ja. Dann Platz 22. Boah, nicht gegen die Decke. So, jetzt nochmal. Was haben die für Ausrüstung? Nur ranzige, pass auf. Abbau ist thermisch, Kanonen, kinetisch, Mehrfachgeschütz, kinetisch, Minen, Salvenlaser, Raketen, Pulslaser, Plasmabeschleuniger, Schienenkanonen, Splitterkanonen, Strahlenlaser und Torpedos haben die als Waffen. Das ist ein bisschen was, würde ich sagen. Wie sieht's mit... Nein, Legion haben sie völlig brennende besser. Pack ich die 4A Lebenserhaltung rein? Die gibt's nicht, okay. Braucht's auch irgendwie nicht. Okay, das ist sinnlos. Dann bleiben nur die Aufhängungen. Aha. Mehrfach geschützt. Interessant. Wenn du die alten Strafen... Aha. Okay, das sind quasi alle Strafen, die man irgendwie mal gesammelt hat. Die kann man halt gegen den Aufschlag an einer Station quasi abgeben und für die Kopfgelder gilt Gleiches. Ja. Macht das jetzt Sinn? Weiß nicht. Ich frage mich auch, woher die... Ah gut, die 16.000 kamen wahrscheinlich von der Aktion, wo ich dich mal gerettet habe. Na egal, zahlen wir das mal. Und keine Ahnung. Ja. Ja, die Aktion, wo ich dann irgendwen beschossen habe, der dich beschossen hat, aber nicht gesucht war. Ah, okay, das kann sein. Dieser komische Agent, den wir dann da aus Versehen umgebracht haben. Das kann sein. Ja, das war die Aktion wahrscheinlich. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir sind soweit fertig. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dahin. Tschüss.